Ich gehe mit meiner Nutella-Kerze und meine Nutella-Kerze mit mir. Oder so. Hallo, ich bin's, Kim Lian. Und letztens bei meinem nächtlichen Pinterest-Streifzug bin ich über dieses Kerzendesign hier gestolpert und dachte mir sofort, okay, Kim, du musst das selber ausprobieren. Ein schönes Design hat mir aber nicht gereicht. Ich wollte auch noch einen besonderen Duft. Und was sollte da besser passen als Nutella? Ich habe noch nirgends Nutella-Duftkerzen entdeckt. Deshalb habe ich Ewigkeiten rumprobiert und jetzt das ultimative Do-it-yourself für dich. Viel Spaß! Die wichtigste Zutat sind Stifte, und zwar solche Wachsmalstifte zum Einschmelzen, dann weißes Wachs, da gehen aber genauso gut auch Teelichter, wo du den Docht und dieses Metallteil hier entfernst. Dann musst du dich entscheiden, welche Duftrichtung du haben willst. Ich nehme hier jetzt eben Nutella, da habe ich nämlich ein Duftöl gefunden, das genauso riecht, kannst aber auch eins annehmen, das nach Apfel oder Orange riecht. Dann brauchen wir noch einen Docht und fangen auch schon an. Ich nehme ein bisschen Sojawachs, gebe das in einen Becher und verflüssige das in der Mikrowelle. Währenddessen schneide ich hier schon mal die Dochte zu. Und sobald das Wachs aus der Mikrowelle kommt und flüssig ist, gieße ich das dann so rein, dass der Docht praktisch in der Mitte des Glases befestigt wird. Das lasse ich dann kurz aushärten. Und sobald alle Gläser präpariert sind, suche ich mir meine Lieblingsfarben für die Kerzen aus und stelle mir dann einfach so ein paar Farbkombinationen zusammen. Schäle natürlich die Verpackung von den Stiften und gebe dann immer so einen halben Stift ungefähr in einen Becher rein. Drüber kommen dann 5 Esslöffel Sojawachs oder eben 2,5 Teelichter. Und sobald jede der 3 Farben ihren Becher hat, packe ich das in die Mikrowelle für circa 3 bis 4 mal 2 Minuten und zwischendrin rühre ich um. Dann, sobald es flüssig ist, kommt noch mein Nutella-Duft hinein und dann verwende ich so einen iPad-Halter, man könnte aber auch eine Schuhschachtel nehmen, als Halterung für die Kerzen, damit die so schräg stehen, und gieße mein Wachs ein. Und ich achte auch darauf, dass ich einen Docht gerade ausrichte, damit der nicht irgendwie schief reintrocknet. Während das dann aushärtet, mache ich die nächste Schicht in der Mikrowelle warm und gieße die dann zusammen mit dem Duft wieder oben drüber und lasse sie aushärten. Jetzt warte ich auf die letzte Schicht, die gerade in der Mikrowelle ist, und nutze die Zeit, um die Kante hier schön sauber zu machen, dass es dann im Glas auch hübsch ist. Und dann ist die letzte Farbe auch schon geschmolzen und ich kann die Kerze fertig geben. Jetzt wird noch der Docht gekürzt auf die Länge, die ich haben will. Und das ist jetzt das fertige Ergebnis. Ich bin komplett begeistert. Ich finde es so unfassbar hübsch. Ja, dann habe ich direkt noch 3 weitere Kerzen gemacht, die ich wahrscheinlich zum Muttertag oder zu Geburtstagen verschenken werde. Das sind jetzt meine Farben. Und würden sie nicht so gut nach Nutella duften, dann würde ich sie gar nicht anzünden, weil ich sie fast zu schön dafür finde, um sie abzubrennen. Lass mir gerne ein Däumchen nach oben da, wenn du öfter DIYs von mir sehen willst und wenn dir dieses hier gefallen hat. Und schreib mir gerne mal in die Kommentare, welches DIY ich als nächstes ausprobieren soll. Ich bin schon sehr gespannt darauf, von dir zu lesen. Vielleicht sehen wir uns ja auch hier auf Instagram oder auf Snapchat, auf Twitter oder Facebook. Das verlinke ich dir in die Infobox. Wir können uns auch hier in meinem letzten Video sehen. Oder dann im nächsten. Tschüss!